Das war ein total leichter Bus. Der war so leicht, dass ich gar nicht sagen kann, wie leicht er war, weil er so leicht war. Versteht ihr das? Oh, wir streamen schon seit fast 2 Stunden. Aber ich habe Spaß. Das ist ein scheiß Level. Ich habe keinen Spaß mehr. Ich lösche meinen Kanal. Dreck. Das ist Dreck. Kann man nichts zu sagen. Seht ihr? Deswegen ist das Dreck. Es gibt hier einen versteckten Weg. Versteht ihr? Es gibt hier einen versteckten Weg. Aber kann ja weiter gehen. Cheater-Alarm. 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 Oh. Doch kein Cheater-Alarm. Scheiße. Jo. Danke, dass du da warst, Patrick. Es war sehr spaßig mit dir. Zum nächsten Mal, Patrick. Es war schön mit dir. Boah, ich hasse dieses Level, ey. Es ist so zum Kratzen. Oh. Ich erinnere mich, dass ich auch in meinem Original-Let's Play hier ziemlich oft gestorben bin. Nur damals sah das anders aus. Früher war hier mehr Lametta. Oh Mann, ey. Das wird Spaß. Das wird ein Spaß. Komm. Kommt mir jetzt nicht so. Ich dachte, wir wären Freunde. I thought we were friends, bitch. Was zum Teufel soll das? Ganz ruhig, Crash, ganz ruhig. Das als Open World. Oh Mann, was ich sagen wollte. Das als Open World Spiel? Oh ja, fickt euch doch. Cheater kommen nicht weit. Okay, ich höre auf zu cheaten. Ich krieg dieses Level nicht hin. Mama. 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 Was ist denn das für eine Scheiße? Oh Mann, hör doch mal auf zu laufen.
Jo, nice. Na, ob das was wird. Nein! Denn es ist so nicht zu schaffen. Diese Scheiße. Oh. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen dreist gerade. Da muss ich ja sagen, also das war ja gerade echt dreist. Dreist. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach versuche hier zu cheaten. Es klappt nicht. Klappt doch irgendwie, aber halt nur manchmal. Und ich glaube auch, dass die Wildschweine uns auch da oben erreichen können. Also wäre Cheaten eine ganz schlechte Idee. Oder? Nee, Cheaten ist... Scheiße, ey, dieses Level, Alter. Oh, ich hab die ganze Zeit, als ich meinte, dass das Spiel richtig schwer wird, meinte ich dieses Level. Ey, das kann's doch nicht sein, dass das so affenartig schwer ist. Wo sind wir denn hier? Bei Dark Souls? Aber naja, ich habe ja Spaß. Leute, ich möchte nach Hause. Ich bin zu Hause. Mann. Das ist doch scheiße. Ich will doch nur spielen. Ah, immer diese Stelle. Man kommt da nicht dran vorbei, das ist unmöglich. Nee. Ich sag dazu gleich nichts mehr, du. Das könnt ihr mir sowas von glauben. Ich sag dazu nichts mehr. Ich werde hier noch einmal mein Leben verspielen. Ich werde dir alle 50 Leben verspielen, könnt ihr euch glauben. Komm, das schafft man ja auch so. Aber diesen Sprung, den kriegt man... Ey, ich raste hier gleich aus. Ey, ich war doch auf der Schildkröte drauf. Aber er springt einfach dran vorbei. Aber es ist nicht schlimm. Also ich meine, es liegt nicht am Remake. Denn im Original war das genauso scheiße. Also alles gut.
man schafft auch gar nicht die Sprünge. Man müssste eigentlich sprinten können wenn man diese Riesensprünge schaffen soll, muss man irgendwie schneller sein. Dieses Level ist das ist echt. Boah, nee. Das ist doch unmöglich. Und es ist noch nicht mal das schwerste Level des Spiels. Obwohl es ist eigentlich genau gleich schwer mit dem nächsten, was es gibt. Also das hier und das vorvorletzte Level. Ja. Ist nicht schwer. Oder war das das? Nee, es ist das mit diesen Stufen. Treppenstufen. Man schafft diesen Sprung noch gar nicht. Wie soll man den schaffen? Ey. Das ist unmöglich. Der Sprung ist verbuggt. Ganz einfach. Das ist ein Bug. Das ist ein Bug. Ich hab Skill, das ist nur ein Bug. Komm, du kannst weg. Weil den Sprung schafft man auch so. Warte mal, was, wenn man den Sprung auch so schafft? Nein. Man muss auf die scheiß Schildkröte rauf. Ey, das gibt's doch gar nicht. Oh, ich hasse es. Blöd. Hochnäsige Zicke. Dieses Level ist eine hochnäsige Zicke. Mein erster Eindruck, als ich das Level zum ersten Mal gesehen habe, hochnäsige. Oh, ich hab's geschafft. Zicke. Das ist ein Checkpoint. Ah! So. Ich hab den Checkpoint, mir alles egal. Ja. Jo. Ist richtig, ne? Kann man mal so machen. Kann man so machen. Oh. So, jetzt muss ich euch unterbrechen. Hast du mal die Größe des Levels gesehen? Hast du die Menge an Sprüngen schon mal gesehen? Also mein Gameplay ist klinisch sauber. Ich mache einmal alle paar Sekunden einen großen Sprung. Und mehr Skill kann man von einem Gameplayer, von einem Let's Player nicht erwarten. Das ist, glaube ich, zu weit vorne. Dreck. Ich wusste es. Du musst die Schildkröten genau platzieren. Das ist so zum. Das ist so affig. Gerade so, wenn sie sich drehen, musst du sofort los. Schaffst du den Sprung nicht. Und stehen bleiben kannst du hier bestimmt auch nicht. Doch, kannst du. So. Bei der muss ich jetzt warten, bis sie vorne ist. Weil ich ja, weil ich ja direkt auf sie raufspringen muss. Wieso? Warum tut mir mir... Warum? Ich sag hier gar nichts mehr. Ich sag hier gar nichts mehr. Das Springen von Gegner zu Gegner ist echt verdammt nochmal ein Problem hier in dem Spiel. Jetzt habe ich. Jetzt bin ich auch schon so schlecht, dass ich eine Maske bekommen habe von dem Spiel. Krass. Wo man ja nicht mal eine haben sollte. Aber das bringt mir doch auch nichts, wenn ich den Sprung nicht schaffe, Leute. Mann, ey. Könnt ihr nicht rechnen im Kopf oder was, ey? Seid ihr alle ein bisschen doof im Kopf oder was? Ey, Mann, ey. Ich, heule gleich. Gleich ist der Punkt erreicht, an dem ich heule.
Also wenn ich jetzt ungefähr so ein paar Jahre jünger wäre, ich hätte schon längst geheult und hätte gesagt, Mutti, oh, ich hab das Level nicht. Nein, zu früh, zu spät. Oh, warum rutschst du auch vom Feind runter, du dumme Sau, ey? Meine Güte. Dumme Sau, du. Warum? Warum macht man sowas? Warum? Warum? Ey, dieses Level ist schlimmer als im Original. Das ist so furchtbar. Außerdem wurde das Spiel von Amerikanern entwickelt, Techip, nicht von Japanern. Ich hasse es so sehr. Meine Hände schwitzen. Das ist so Wahnsinn, ey. Man kann nicht mal ordentlich cheaten mit dem Seil. Das konnte man im Original nämlich besser. Ja. Das ist doch eine Fickfresse hier. Meine. Da. Seht ihr das? Man kann hier um Seil langlaufen. Aber das klappt halt auch nicht mehr. Ich hasse mein Leben so sehr, ey. Manchmal wünschte ich, ich wäre tot. Naja, ja. Genau so. Ja, jetzt noch. Jetzt mach's doch bitte einfach. Raste hier gleich aus. Leute, es ist einfach furchtbar. Dieses dumme Scheiß-Level war im Original bei weitem nicht so scheiße wie im Remake. Dieses Remake ist richtig geil. Bis auf dieses verfickte Level. Aber ich weiß nicht, was sie da falsch gemacht haben. Aber es ist wirklich scheiße geworden. Dieses Level ist echt nicht gut. Ich meine, man kann sich darüber streiten, ob das Level überhaupt gut war. Aber das ist einfach nur ein Massaker. Das ist doch völlig für den Arsch. Das kotzt mich gerade alles an hier. Die habe ich gebraucht, du Arschloch, danke. Habe ich gar nicht. Brauche ich die Schildkröte immer noch? Ja, die habe ich gebraucht. Ich hasse es so sehr, ey. Das ist zum Kotzen. So, dich brauche ich ja gar nicht. Habe ich ja gerade rausgefunden. Aber dich brauche ich, bitte. Bitte nicht. Du dumme Scheiße. Checkpoint. Ist mir egal. Es ist mir gerade so egal. Es ist mir gerade so egal. Ja, natürlich. Nur mit eurem scheiß Wildschwein hier, yo. Ja, geil. Nice. Noch 19 Leben. Die reichen bestimmt aus. Klar. So. Ist doch gar nicht so schwer. Was? Oh. Ich hasse mich gerade. Mann. Leute. Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwas nicht schafft? Wieso kannst du schweben? Wieso kann dieses scheiß Wildschwein schweben? Das ist übrigens ein Hund. Das Ding sieht aus wie ein verdammter Hund. Just saying. Ich sag. Noch 16 Leben. Ey, das wird doch hier. Ich habe hier in diesem Level wahrscheinlich 70 Leben verballert oder so. Ist das noch normal? Schreibt mal eine Mail an die Entwickler bitte. Ist das normal? So. Jetzt ist die Frage, was machen wir hier? Was machen wir hier? Noch ein Checkpoint? Okay. Okay.
Alter, hört dieses Level auch irgendwann mal auf? Das gibt's doch gar nicht. Wie lange geht denn das noch? Und die Checkpoints. Jetzt sind es wieder diese dummen Schildkröten, Alter. Wisst ihr, wie mich das ankotzt, dass es hier Schildkröten sind? Aber hey, wisst ihr was? Hier oben ist ein Bonus-Ding. Hey, was ist denn hier? Ein Extra-Leben. Ist hier immer ein Extra-Leben? Das fände ich ganz gut. Ey, kann dieses Level auch mal aufhören? Bitte. Es tut einfach nur noch weh. Es tut nur noch weh. Es ist Zeit aufzuhören mit diesem Level, bitte. Bitte. Mach, dass es aufhört. Ja, wie soll man das jetzt machen? Egal. Zwei Leben. Könnt ihr euch vorstellen, das Level ohne zu sterben? Für das Perfect muss man das nämlich machen. Da war das Ziel. Ich hab's gesehen. Ja! Ey, dieses scheiß dumme Level will ich nie wiedersehen. Dieses Level möchte ich nie wiedersehen. Ich möchte dieses Level nie wiedersehen. Wenn irgendjemand mir ankommt und sagt, hey, probier doch dieses Level aus, dann sag ich, nein. Und weißt du auch warum? Weil das Level scheiße ist. Aber das Level liegt jetzt hinter uns. Und das nächste Level kommt gleich danach dazu. So, wir speichern noch was ab. Ja. So. Slippery Climb ist ein Level, das genauso scheiße ist. War es das? Ja, ich glaube schon. Wenn es das mit den rutschigen Treppen war, ja, dann ist es gleich das nächste scheißschwere Level. Ja, das ist es wirklich. Oh Mann. Aber wenigstens ist es hier ein bisschen anderes Setting. Schön, dass die Plattform anhält. Ey, von irgendwie 70 Leben runter auf 17, Alter, es ist sowas von furchtbar. Aber die Musik ist gut. Diese Konzentration. Wie kommt man da rein? Oh. Kein Checkpoint, was? Ist ja blöd. Tschüss.
Spring rüber, los. Spring rüber, los. Ach, ich glaube, man muss sich fallen lassen. Das ist der Trick dabei. Denn ich will das extra Leben haben. Es bringt mir zwar auch nichts, wenn ich es gleich wieder verliere, aber man weiß ja nie. So. Weiter geht's. Gut. So. Jo, die Vögel sehen komisch aus. So, jetzt das Timing wieder ist entscheidend. Wieso springe ich durch diese... Und das war noch nicht mal... Ganz von vorne. Ganz von vorne. Wisst ihr, das Dumme an diesem Level ist, es gibt kaum Checkpoints. Es gibt Checkpoints, aber nur so zwei, drei, glaube ich. Das heißt, das Level ist eine... Art Dauerperformance. Man muss halt andauernd alles richtig machen. Also im Vergleich dazu war ja das vorherige Level mit Checkpoints übersät. War dafür auch schwerer. Ich gehe eigentlich davon aus, dass ich hier nicht so viel Leben verliere. So. Diese Hände sind übrigens voll easy, die kann man einfach wegschnippen. So. Nein, nein. So. Ab nach oben. Gleich weiter. Nicht verschnaufen. So. Rauf. Rauf da. Nein! Timing. Das war wieder Timing. Und finde ich das gut, dass es hier keine Checkpoints gibt? Nein. Warum soll ich das gut finden? Ich meine. Das ist schlecht, dass es hier keine Checkpoints gibt, Alter. Das ist richtig schlecht. Oh, es ist doch unglaublich, ey. Das ist genau das, was ich an Spielen vermisse. Dass Spiele halt Emotionen in mir hervorrufen. Wieso springst du denn immer so früh ab, du dummes Stück Scheiße? Du dummes Stück Scheiße! Wisst ihr, die meisten Spiele, die ich spiele, rufen in mir keine Emotionen hervor. Oh, ich hatte doch ein Ding. Und dieses Spiel ist einfach... Ich fühle mich wieder richtig lebendig im Leben. Das ist voll geil. Nein, warum sprichst du das so früh ab? Du dummes Stück Scheiße. Okay, Leute. Das ist geil. Ich habe gerade hier voll Bock drauf. Weil... Das Spiel mich immer so richtig zu Weißblut treibt. Das brauche ich im Leben. Das braucht man im Leben. Nein! Das folgt. Warte. Das ist einfach so, man braucht es einfach. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und da ich mich ja schon seit langem nicht mehr so richtig ärgern konnte, ist das doch mal was ganz Schönes, oder? Umso schöner ist es doch dann, wenn man es endlich schafft. Nicht wahr, liebe Leute? Ah. Noch 12 Leben. Naja. Geht ja noch.
war, glaube ich, zu spät, oder? Nee, tatsächlich war es noch gerade rechtzeitig. Gut. Also ihr merkt wahrscheinlich, das Spiel ist ganz schön schwer. Hohohoho. Ja, das ist es tatsächlich. Aber wir bleiben ganz ruhig. Denn nur durch ruhig bleiben schaffen wir es auch. Mit dem Time Trial, jo. Hm? Klar. Hab ja auch sonst nichts zu tun. Ich glaub's nicht, Alter. Alter! Jetzt wäre eigentlich so mal ein guter Zeitpunkt für einen Checkpoint. Das würde ich mal so geil finden, ne? Wird mein Gebet erhört werden? Ja, da oben ist einer. Oh, jetzt nur noch hinkommen, bitte. Yo, geil. Checkpoint. Was ist denn das für eine Apparatur hier? Wie funktioniert das? Wie soll das... Wie kann das in der echten Welt funktionieren? Ich weiß, es ist nur Fantasy. Aber trotzdem. Trotzdem. Was? Ich blick da nicht durch. Na doch, irgendwie schon. War diese Musik auch im Original? Ich erinnere mich gar nicht an diese Musik. Du. Scheiße. Ich bin gefickt. Ja. Das habe ich mir schon in dem Augenblick, in dem ich auf diese scheiß Treppe gesprungen bin, gedacht. Scheiße. Ich bin gefickt. Das habe ich mir sofort gedacht. Habe ich was dagegen gemacht? Nein. Warum auch? Warum auch? Warum sollte man da auch was gegen machen? Kommt schon, Alter. Es ist doch noch nicht so spät. Ich will doch nur ein bisschen weiterkommen. Nein, Mann. Ich will noch nicht sterben. Ich will noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will nicht arbeiten gehen. Ich will noch ein bisschen harzen. Vor allem, wenn das hier ein Mario-Spiel wäre, dann wäre das Level quasi sowas wie in der Bonuswelt. So für die richtig guten Spieler. Aber das hier ist ein Hauptlevel. Das hier ist ein fucking Hauptlevel. Deswegen ist Crash Bandicoot einfach für die Pros. Und Mario ist für die Anfänger. Ganz einfach. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das sollte ich jetzt schaffen hier mit diesem. Jo. Hm? Probieren wir es doch einfach mal aus. Den Bonus. Bonus. Jo. Aber man verliert ja kein Leben. Und man kann es immer wieder versuchen. Das ist gut. Boah, Alter. Alter. Nee. Aber da gibt's so viel Leben. Das muss ich machen. Mann, das muss ich machen. Da gibt's Leben. Ich brauche Leben. Und außerdem, wenn man stirbt, dann verliert man hier kein Leben. Nein. Okay. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich die holen soll. Von daher. Lassen wir das Ganze mal. Aufgabe. Resignation. Ich resigniere. Da ist ein Leben. Das hole ich mir aber. Das ist leicht zu holen.
Man wurde ja quasi hingefahren. Und auch wieder abgeholt. Naja, fast zumindest. So. Wie macht man das jetzt? So. Ja! Oh, scheiße. Noch so ein Typ, Alter. Das waren die beiden schwersten Level des Spiels. Jetzt kann... Jetzt steht dem Abschluss des Spiels nichts mehr im Wege. Nichts. Es steht dem nichts mehr im Wege. Nichts mehr. Die paar 3-4 Level, die jetzt noch kommen, kann ich auch so machen. Die könnte ich mit links und 40 Fieber machen. Mit rechts und 50 Fieber. Wenn ich sie beidhändig machen dürfte mit 60 Fieber. Lights Out. Das ist ein gutes Level. Lights Out ist ein schönes Level. Das ist mal wieder was Kreatives, wo eine neue Idee eingebracht wird. Und das Level ist gut. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist halt dunkel. Und unsere Maske ist die Taschenlampe. Und auf das Level sieht sehr schön aus. Aber schwer ist das Level nicht. Seht ihr? Checkpoint. Also, oh. Schwer ist das Level nicht. Ja, okay, ich gebe es dazu. Es ist halt so ein bisschen knifflig, aber... Kein Vergleich zu den anderen Leveln, also... Kommst du nicht weiter vor, du dumme Plattform? Was bist du denn für eine dumme Plattform, Alter? Diese Plattform kommt nicht weiter vor. Was erhoffe ich mir eigentlich? Nein. Achso, und übrigens, das Licht von der Maske geht auch ab und zu mal aus. Also es geht mit der Zeit aus, weil es wird immer schwächer und dann irgendwann ist es aus. Mit dem Licht der Welt. Aber es ist... Scheinbar schafft man das ganz easy, wenn man einfach immer wieder läuft. Und einfach die Geschwindigkeit hält. Ja, wenn man einfach läuft, dann geht's. Einfach mit dem Flow. Die Geschwindigkeit halten. Oh, shit. Dammit, es ist dunkel. Scheiße. Ah, seht ihr, wenn ihr die Maske verliert, dann ist es so gut wie aus mit euch. Dann gibt es nichts mehr, was euch irgendwie den Weg zeigen kann. Deswegen passt immer schön auf eure Maske auf. Auch im echten Leben. Die Maske, die ihr auferlegt, um als normaler Mensch durchzugehen. Ja, ja. Die Maske, die ihr aufsetzt, um nicht von der Gesellschaft als verrückt abgestempelt zu werden. Und das war's auch schon. Das Level war erfrischend. Das Level war sehr erfrischend. Ausnahmsweise mal war es sehr erfrischend. Jetzt kommt ein Level, was beim Wasser ist. Das ist mir so gar nicht bewusst. War es das im Original auch beim Wasser? Ich weiß es nicht. Die wollten doch auch irgendwie Level einführen, die es nicht gab.
im Original.